So, willkommen zurück bei Pokémon Leuchtende Perle. Ich muss mal ganz kurz, ich bin immer top vorbereitet, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken hier, was meine Festplatte sagt. Die sagt, nimm Stunden auf. Willkommen zurück. Wir haben überlegt, was wir machen, oder? Wir haben jetzt Kraxler und können Kraxler so außerhalb von Kämpfen benutzen. Die Frage ist jetzt, machen wir das? Ah, wir wollten... Nee, wir machen es nicht. Wir müssen sowieso später nochmal alle Wege abgrasen. Mein Vorschlag wäre, wir fliegen. Und zwar fliegen wir nach... zur Eiseninsel. Wir fliegen zur Eiseninsel. Wir wollten ja, bevor wir uns um... lass mich nicht lügen. Wir machen quasi jetzt einen kurzen Story-Einschub. Wir wollen ja eigentlich hierhin und Team Galaktik stellen. Ich würde jetzt im Vorfeld einmal zur Eiseninsel reisen, denn dort sind wir noch nicht fertig. Okay, da kann man gar nicht hinfliegen, da müssen wir dann von Flatburg aus mit einem Boot hin. Okay, das wäre meine Idee, wir werden einfach mal die Eiseninsel nachholen. Ist jetzt ein bisschen Einschub, sprich wir machen jetzt einmal ein bisschen etwas, was nichts mit der Story zu tun hat, denn storytechnisch, wie schon gesagt, müssten wir jetzt nach, ihr wisst schon, zum Galaktik-Hauptquartier und die vier legendären Pokémon retten. Jo, auf geht's zur Eiseninsel. Oi, oi, Ankerlüchten! Das wäre jetzt meine Idee, damit wir das nachgeholt haben. Und dann machen wir beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahme, würden wir uns dann um die guten... um die legendären Pokémon kümmern. Okay. So, und wie gesagt, jetzt ist hier... ich weiß nur, wir waren nicht durch. Es gibt hier wohl noch mehrere Sachen, die wir nicht entdeckt haben. Ja, auch an Orten wie diesen schlage ich gerne mein Zelt auf. Na und, los, lass uns kämpfen. Ich habe auch keine Ahnung, ob der jetzt gut ist oder nicht, ne? Ich glaube, wir sind eigentlich zu stark für hier, oder? Camper Joshua fordert dich heraus. Ups, wir haben hier damals ja aufgehört, die Eiseninsel weiter zu erkunden. Und ich habe dann gesagt, das machen wir am Ende oder später. Und ich würde es jetzt halt einfach mal machen, bevor wir es nachher vergessen. Bedroher von Staraptor, okay. Ja. Stufe 31 ist also leider zu schwach. Ciao. Sehr schön. Skunkabu. Aeroas. Ja, allein vom Level her sollte das eigentlich kein Problem sein. Habe ich schon befürchtet. Ciao. Okay. Ich bin froh, dass wir beim letzten Mal die Arena geschafft haben. Die war ja ein bisschen knifflig. Mit dem Eis. Aha, ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. Gut gekämpft hast du leider nicht. Wenn ich mit meinen Pokémon unterwegs bin, kann ich so gut wie überall campen. Das ist ja cool. Ja, du findest eine Eisenkugel. Okay. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir können eigentlich mal Plünfer nehmen, oder? Bekommen wir zwar ein bisschen weniger Geld, aber das ist jetzt eh nicht die Welt, die wir bekommen. Ich find's ja drollig. Okay. Ein bisschen hier runter. Dann können wir uns jetzt so ein bisschen jetzt vorarbeiten. Okay, hier ist auch noch ein Item. Ein Fluchtseil. Okay. Ein Georock, okay. Und denk dran. Ich freu mich. Ich freu mich. Blünf. Oh nein! Die freut sich richtig. Ja. Ciao. Okay. Wenn die Pokémon jetzt ein bisschen unspektakulär sind, beziehungsweise wenn wir die alle schon haben, würde ich tatsächlich einfach mal einen Schutz benutzen. Denn das wäre jetzt ein bisschen weird, wenn wir jetzt die ganze Zeit, ihr wisst schon, hier jetzt gestört werden von Pokémon, die wir A schon haben und B, die für unser Level ein bisschen zu schwach sind. Ich gehe nach Hause und ich bin mit meinen Pokémon. Ja, mach doch. Du hast mich doch rausgefordert, Mensch.
Da ist gar nichts. Okay, wir nehmen Schutz. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir waren hier auch schon mal drin. Ich glaube auch nicht, dass wir neue Pokémons finden, tatsächlich. Und wir müssen übrigens nochmal die super Wettbewerbsshow machen. Wir müssen nochmal in den Untergrund. Das haben wir auch Ewigkeit nicht mehr gemacht. Es gibt noch ein bisschen was, was wir am Ende auf jeden Fall nochmal machen müssen. Was? Hat das uns gerade nicht entkommen lassen? Geht's dem gut? Oh, Eisenkugel. Ein Item macht Pokémon des Typs Flug oder mit der Fähigkeit Schwebe anfällig für Bodenattacken. Na gut. Blizzard, ein Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann und Lawine wurde dann wieder... Okay, das kennen wir schon. Runde vom Ziel getroffen, verdoppelt sich die Stärke der Attacke beim Angriff auf, bei Angriffen auf dieses Ziel. Aber wo ist denn jetzt? Hat man keinen Schutz mehr? Come on. Scheiße. Gut, dann müssen wir durch. Crazy. Who are you? Und du bist? Oh, Ellie also. Ich heiße Urs. Ich bin ein Trainer und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass es mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagen hat. Wenn du magst, können wir zusammen weitergehen. Die wilden Pokémon dieser Gegend sind wirklich nicht zu unterschätzen. Du stehst dich Urs an. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Cooler Hut, Mann. Okay. Meine Sorge sind eher weniger die Pokémon als eher die Trainer, oder? Zwei? Ernsthaft? Oh, er hat das coole Pokémon hier. Lucario. Cool. Ist auch hier auf dem Cover von Arceus drauf übrigens, da unten. Lucario. Du findest einen Hyperball. Okay. Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Cruise. Immer diese Wanderer hier in den tiefen Höhlen. Wanderer Ulysses fordert dich heraus. Okay, der kämpft aber jetzt gegen uns alleine. Interessant. Darauf freut sich Plünfer denn so? Okay, ja, Blubstrahl. Ist natürlich gegen Stein sehr effektiv und durch den Ewigstein müssen wir auch keine Entwicklung mehr unterbrechen und alles ist super. Mashok. Bohrschnabel. Das ist so geil, dass es halt so stark ist, obwohl es so, ja, einfach nur Baby ist. Keine Ahnung. Oh, Plünfer. Okay, ciao. Okay, Ulysses wurde besiegt. Ja, da braten doch einer nicht durch. Halt, jo. Eigentlich tue das auch eigentlich ein einfaches Hallo, wenn du in den Bergen jemanden triffst. Außerdem sind wir hier gar nicht in den Bergen. Golbat und Onyx haben wir beide schon, oder? Boah, es sieht sehr cool aus übrigens, ne? Lucario. Ich weiß gar nicht, aus welcher Generation das ist. Jeder gute Wanderer hält beim Anblick von Felsen einen Energiehub. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los! Wanderer Damian fordert dich heraus. Probieren wir mal Bohrschnabel. Okay, sehr schön.
Flünferreich Level 44. Und ein Golbat, okay. Auch Level 31 sollte eigentlich auch kein Problem sein. Perfekt. Ich kann Plümpfer leider nicht richtig ernst nehmen. Das ist einfach zu zuckersüß, ey. Okay. Onix, okay. Ja, leider sind wir, glaube ich, mit Plümpfer ganz gut unterwegs, oder? Bring, bring. Ciao. Damian wurde besiegt. Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Dankeschön. Ich mache vor keinem Berg Halt. Das kannst du mir glauben. Selbst bei einem Berg von Essen werde ich meine Fahne am Gipfel hissen. Bitte was? Das ist ein Doppelkampf. Wenn ich dich besiege, dann wäre das mein 100. Sieg in Folge. Los geht's. Ich werde dir ordentlich Respekt vor Karate einbläuen. Jetzt guck mal bitte genau, wie der seinen Ball wirft. Das ist garantiert dieser Street Fighter Move. Guck bitte hin. Oder? So ein bisschen? Okay. Nein, den wollte ich doch. Null Absprache hier. Super. Bring, bring. Glibunkel wurde besiegt. Ciao. Au! Wie gemein. Schaumeditalis. Okay, also gegen Plünfer ist natürlich Blitz sehr effektiv. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Du besiegst Kämpferin Elsbeth und Karatemeister. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustrierend diese Niederlage ist. Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Ist okay. Ist okay. Ich hoffe eines Tages, Hilda in Schleierde besiegen zu können. Ich werde mein Bestes versuchen, Stahl mit bloßen Fäusten zu zertrümmern. Wie viele Jahre ich dafür wohl brauchen werde. Das wirst du wohl selber herausfinden müssen. Du findest einen Magneten. Okay. Zwei Onyxe. Okay. Du findest eine Eisentafel. Das war jetzt ein bisschen... Auf der Rückseite ist ein Text eingraviert. Zwei Stufen Materie, drei Stufen den Geist. So gaben ihre Wünsche der Welt Form. Das war jetzt ein bisschen obvious, dass da was ist. Erstmal hier lang. Das Zufallsprinzip ist schon komisch, ne? Manchmal direkt das nächste Pokémon und manchmal Ewigkeiten lang nicht. Als Schutz wäre geil, ne? Aber müssen wir jetzt durch. Das schaffen wir schon. Oh Leute, ich freue mich so auf Pokémon Arceus. Arceus, Arceus. Aber wie gesagt, wir machen trotzdem leuchtende Perle in Ruhe fertig. Denn da freue ich mich jetzt auch seit der Ankündigung extrem drauf. Also nicht denken, dass wir jetzt irgendwie hier...
durchrushen oder so. Kann ich bitte einfach flüchten? Was soll denn der Quatsch jetzt? Ja. Die Musik. Die Leute von der Flatburg Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Hey, das ist kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, tritt gegen mich an. Gerne. Arbeite Amatos und Quentin fordern dich heraus. Mit Kleinstein und Onyx, okay? Beide für Plünfer, gar kein Problem. Also der Hut von Urs ist echt schick, oder? Nehmen wir mal Onyx, das hat ein höheres Level. Geil. Er macht den fertig, er macht Kleinstein fertig, ich mach Onyx fertig. Das ist Teamwork. Geil. Ciao. Sneeble, Level 37. Stardos, okay. Okay, das ist auch geil. Boah, ey, Plünfer, ey. Sehr schön. Okay. Sandgrab. Wow! Okay, einfach gar keinen Schaden, wie traurig. Okay. Nice. Ah, es ist schon cool, ey. Ach, Mann. Ich sage, ich bin jetzt wieder so weit, dass ich unbedingt mit euch Hold Gold und so spielen will. Ich muss mir die Jacke ausziehen. Es ist wieder warm. Es ist immer warm, kalt, total furchtbar. Okay. Georock, okay. Georock kann auch Finale übrigens. Dann explodiert das. Und macht mega Schaden. Also die Attacke ist cool. Diese Kraftstoßattacke gefällt mir. Hier, bitteschön. Du bist doch rot, oder? Ich sehe rötlich aus. Frag mich nicht warum. Plünfer 45, Galopper 48. Geil. Du besiegst Arbeiter Amatos. Quentin. Ich sollte nicht zur Arena gehen. Du hast mich an die Wand gespielt. Kann man so sagen. Soweit ich weiß, hat Veit an seiner Kindheit hier oft gespielt. Ursprünglich sollte man diesen Ort für die Außenwelt unzugänglich machen. Aber dann wurde anders entschieden, damit sich Pokémon und Menschen hier treffen können. Aha. Ja, du findest einen Top-Trank, okay? Haben wir schon Stalos? Nee. Krass. Ich habe es jetzt gerade nicht richtig gelesen. Können wir nicht ein Pokémon fangen, weil wir zu zweit kämpfen oder weil zwei Pokémon gegen uns kämpfen? Okay, Flottballzeit ist vorbei, ja.
the fuck? Okay. Sandgrab, ja, ist okay. Töte den bitte nicht, ich brauch den. Wir tryen einfach mal. Jetzt schon paralysiert und angeschlagen. Es muss doch klappen. Huh. Klasse, Stalos wurde gefangen. Cool. Bring, bring. Schön. Staraptor Level 52. Nice. Eintrag im Pokédex. Mit den kräftigen Kiefern beißt es sich in seinen Weg durch Felsgestein. Es kann selbst in der unterirdischen Dunkelheit noch sehen. 400 Kilo. Geil. Metallmantel. Oh, im Beutel verstauen. Cool, Metallmantel. Team Galactic, really? Jetzt haben wir hinten die beiden Ast-Trainer nicht besiegt, oder? Bring Bring. Blöd vermustert dein Outfit. Ja, es ist ein bisschen warm, aber in der Höhle ist ja auch kalt, ne? Okay, wir kommen eh nicht hin. Alles gut. Du findest ein Fläschchen KP Plus. Wir müssen eh nochmal komplett zurückgehen gerade. Ist aber ja nicht schlimm. Ich muss nur vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall den Upload anstellen. Genau, hier müssen wir hoch. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon, nicht schlecht, oder? Also dann, auf in den Kampf. Von mir aus? Ich bin nicht derjenige, der verlieren wird. Okay. Oh, Blüpfer. Sehr effektiv gegen Ponita. Nice. Okay. Rückenwind. Apollo. Okay. Finsterfaust. Okay. Ich habe gerade richtig Bock auf die alte rote Edition, ne? So richtig alt auf dem 3DS. What the fuck? Nice Attacke. Boyelin, okay.
Ich weiß es nicht so geil, ne? Ich weiß, Pokémon wechseln wäre jetzt gerade cleverer. Aber wir schaffen das. Okay, Lucario ist besiegt. Mal gucken, was spielt er denn jetzt? Okay, Pelipper ist besiegt. Sade Level 50. Gedankengut. Ja, vielleicht. Erhöht Spezialangriff. Ach, nee, danke. Mogelbaum. Sollten der Salto. Er hat nur Lucario tatsächlich. Das ist weird. Lunfa, das hast du super gemacht. Du bist so ein Schätzchen. Schau, Mogelbaum. Hat sich ausgemogelt. Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ist alles nicht so geil, ne? Also, Piekser können wir, glaube ich, wirklich verlernen, weil die ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, die Attacke. So schade das auch ist. Wirklich nur ein Pokémon, nur Lucario. Ich meine, das ist cool, nichts gegen Lucario, aber... Eieiei. Okay, Boyalin wurde besiegt. Plünfer Level 46. Ulrike und... Ich hab's gar nicht gelesen. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden, als durch eine Niederlage. Starke Pokémon, starker Trainer. Für einen starken Geist und gute Teamarbeit muss man immer zu und überall trainieren. Diese Mine ist mittlerweile verlassen, doch es leben weiterhin Pokémon dort. Jeder findet irgendwo einen Ort, den er als Zuhause bezeichnen kann. Stimmt wohl. Jetzt haben wir hier Team Galactic, whatever. Urs. Jetzt wird mir so einiges klar. Dass die Pokémon hier so unruhig sind, ist wohl auf eure Mist gewachsen, wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind von Team Galactic und wir schnappen uns alle Pokémon, die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Du bringst es auf den Punkt, Kumpel. Genauso machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel. In Freud und Leid sollt ihr einander beistehen, so lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Sinnoh-Region. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Ellie, diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen. Oh, haben die viele Pokémon. Okay. Das macht schon Bock, oder? Okay. Nice. Ich will auch ein Lucario haben. Sneebel, Level 38. Nice. So ist das gut. Jetzt müssen wir jeden Kampf direkt so hier, jede Pokémon so wegbashen. Glibunkel. Zubat. Wir gehen dann mal wieder auf Zubat einfach. Oder? Oh, sehr effektiv gegen Glibunkel. Machen wir es so. Okay. Läuft aber gut. Bis jetzt ist es okay. Mhm. Skungapu, okay. Ja, jetzt gerade läuft unsere Kommunikation nicht so richtig.
Aber es ist okay. Dann machen wir halt immer ein Pokémon gemeinsam klein. Das ist auch in Ordnung. Blünfer, du bist super. Okay, Golbat, okay. Okay. Das ist kein Problem. Einfach nochmal. Sehr schön, Skunkapoo ist besiegt. Finalschlag. Oh, okay. Damit macht Skunkapoo nochmal Schaden, wenn es besiegt wird. Ist auch eine geile Fähigkeit. Und Golbat Windschnitt. Blünfer ist wieder einfach perfekt. Trifft nur Lucario, okay. Und Blubstrahl hinterher und... Nein! Der finale Klaps. Okay, oder die Metall... Ah, Metallklau ist auch eine coole Attacke. Schön. Du besiegst Rübel von Team Galaktik. Ha, ich könnte heulen, das ist so traurig. Nein, was für ein starkes Team, unfassbar. Aufhören, das reicht. Als Kombo seid ihr einfach nur mal zu groß für uns. Ihr beide... Und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Hey, du bringst es wieder auf den Punkt, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von dem Galaktik überhaupt aussieht. Danke, du hast mir da gerade echt geholfen. Hör mal, ich hätte hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Ja klar, vielen Dank. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus dem Ei schlüpfen wird, die Welt zeigst. In mein Team. Und dafür schicken wir mal... Ja, sorry, Sneeble. Die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich mein Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Hä? Aber Urs! No! Das war's? Kein Abendessen? Kein gemeinsamer Flirt oder so? Schade. Die Rüpel sind abgehauen, ja? Okay. Cool! Urs. Du findest einen Leuchtstein, okay? Oh, really? Wir wollten aber Plünfer wieder aus dem Pokéball holen, oder? Salaluxtra Plünfer. Das geht mit dem Begleiter, das ist so süß. Das war's aber schon. Okay, das war die Eiseninsel. Ich bin... ein bisschen traurig irgendwie. Ei, ei, Ankerlichten! Okay. Ja, Leute, das war die Eiseninsel. Boah, es ist so schön. Was wir mal eben machen können. Oh Gott, jetzt wüsste ich noch, wo es ist. Der Turm der Ruhenden. Weideburg. Das Ferienhotel. Genau. Oh, ist das schön. Und die Uhrzeit, wie spät ist es jetzt gerade im Spiel?
19.25 Uhr, nee, zuletzt gespielt. Oder ist es jetzt gerade auf meiner Switch 19.25 Uhr? Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Wie spät ist es? 19.25 Uhr, cool. Okay. Ja, ich möchte gerne einmal zum Ferienhotel und dort einmal Kraxler einsetzen. Ding, ding! Ja, da, hier ist er auch schon. Hier. Ach so. Ein Schadelos. Okay, das kennen wir ja auch schon. Plünfer! Und weil Plünfer schon aus dem Pokéball draußen ist, brauchen wir uns den Ball gar nicht zu werfen. Es ist so süß einfach. Okay, wir nehmen nur das Item mit. Ah ja, schön. Ein Bammelin! Wie gesagt, ich finde das mit der Schwimmblase ein bisschen eklig. Warum ist das nicht einfach nur, keine Ahnung, eine Schwimmblase? Ah, okay. Hey, du findest TM05, Brüller! Okay. Es ist gerade so ein bisschen Filler hier, weil wir eigentlich durch sind mit der Aufnahme. Ich will nicht mehr machen aus der Eiseninsel, aber ich dachte, come on. Das passt ja eigentlich gerade ganz gut, dass wir noch einmal schnell Kraxler hier benutzen. Wo waren das nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Sonneweg darf ich immer noch nicht hin, schon klar. Ja, das noch. Da hinten. Hier. Okay. Da haben wir hier sogar ein Haus. Hallo? Wegen seines blöden Münzwurfs sind wir in diesem mickrigen Zimmer gelandet. Die meisten Zimmer waren schon ausgebucht, deshalb mussten wir uns hiermit begnügen. Aber solange wir allein sind, ist mir das egal. Also, wenn du dann auch endlich verschwinden würdest... Hier, das brauchst du ja, brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Nimm es bitte, ja? Du erhältst die Pocket-App Münzwurf. Der Münzwurf kann dir dabei helfen, faire Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich immer auf den guten alten Münzwurf verlassen, wenn ich eine Entscheidung treffen musste. Ein Top-Beleber im Mülleimer. Ich frag mal nicht, aber es ist doch schön hier. Hatte ich denn? Ich meine, man muss immer hier übers Gelände kraxeln. Also quasi hier, ne? Immer doppelt hochkraxeln, wenn man mal irgendwie was frühstücken möchte oder so. Das ist nicht ganz so geil, aber ansonsten ist es doch okay eigentlich. Ja, du findest in Fläschchen Protein, okay? Ich hätte eigentlich gedacht, dass da jetzt das, der gesuchte Schlüssel ist. Da war doch irgendwas. Ein Sonderbonbon, okay. Habe ich mir etwas anderes erhofft? Na gut. Weil die hier sucht doch ihren Schlüssel, oder? Ach, da ist der Schlüssel. Wie kommt man denn da hin? Also, es könnte der Schlüssel sein. Hier, da oben. Oh Gott, das ist versteckt. Hier geht's runter. Und hier. Oh Gott. Okay, schon hier unten, ne? Nee, hä? What the... Plünfer gähnt ausgiebig.
Ja, du findest TM85 Traumfresser. Ich will keinen TM finden, Mann. Ich will den Schlüssel. Hä? Na gut. Schön war. Plünfer! Okay, Entschuldigung. Plünfer hat alles richtig gemacht. Ich war nur... bin falsch gelaufen. Was sagt sie nochmal? Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Wäre doch dann hier, aber... Das hier ist für mich die Rezeption, oder? Hm. Okay, also es ist ein Rätsel, was noch bestehen bleibt. I don't know. So, Vorderrad im Gras. Nur das Vorderrad und schon kommt Pokémon. Plünfer, du machst alles super. Staravia. Ciao. Falsch. Okay. Hallo Ponita. So. Nein, nein. Oh. Das Fahrrad ist aber auch schwer zu justieren, ne? Haben wir denn den Speed-Modus an, oder? Ach so, ja, okay, das erklärt so einiges. Und jetzt... Hä? Na, kann ich durch das Gras fahren, euer Ernst? Das ist so hohes Gras, okay. Noch ein Ponita. Wir gehen noch bis zur Stadt oben und dann werden wir auch die Aufnahme mal beenden. Und beim nächsten Mal dann gegen... Team Galactic vorgehen. Okay, ich bin gespannt, ob wir Urs nochmal treffen. Ich glaube es tatsächlich eher nicht. Ich schau mal, ob wir hier inzwischen weiter ist mit seinem komischen Graben. Nicht so wirklich. Komisch. Okay, willkommen zurück in Schleierde. Beim nächsten Mal gibt's, wir kleiden uns um, wir ziehen uns neue Klamotten an und danach gehen wir mal das Hauptquartier untersuchen von Team Galactic. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Pokémon Leuchtende Perle. Ciao.